Ja, das hat mich eben doch ein wenig irritiert, dass hier so viele goldene Kisten im Trade Depot sind. Erstmal gucken wir, was das ist. Tee? Mahagoni. Rentierlederköcher. Lehm. Ich sehe da nichts von goldenen irgendwas. K? Nö, wird nur das Trade Depot angezeigt. Na gut. Du wirst jetzt abgerissen. Und ich hoffe mal, wir haben genug Platin. Aber ich glaube, wir hatten 8 Barren Platin. Das müsste auf jeden Fall reichen. Trade Depot sind, glaube ich, nur 3. Und ja, das wird sehr schön aussehen. Allgemein aber komisch, dass die Sachen im Trade Depot nicht einsortiert wurden. Also Mahagoni müsste auf jeden Fall in unseren Holzdingens kommen. Und die Köcher in den Stapel mit fertigen Gegenständen. Das könnte der Haken sein. Weil ich glaube, das da ist mit unserer Lage für fertige Gegenstände. Ich sollte vielleicht etwas weiter unten, wo wir noch viel Platz haben, einen extra Stockpile machen, nur für Steine. Also Steinblöcke. Ah, das ist keine schlechte Idee. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was da noch so auf dem Boden liegt. Fast nichts, das wird alles weggesammelt. Das war wohl nur irgendwie im Trade Depot gefangen, warum auch immer. Na gut. Wir hätten gerne B, Shift, D. Trade Depot. Oh, warte mal, das ist falsch gesetzt worden, richtig? Naja, da müssen wir jetzt mal gucken. Also, da. Da ist die Mitte. Das heißt, das Stückchen von der Straße muss hier weg und die Stockpiles. Also PX. Das da weg. Das da weg. Und die ganze Straße weg. Da darf man nicht zimperlich sein. Da wird eben meine ganze Goldstraße ausgehoben. Das hat mich vorher ja schon öfters gestört, dass das ganze Trade Depot irgendwie falsch stand. Aber ja, das können wir gleich machen. Dann setzen wir die Goldstraße auch neu, die dann zu unserem Platin-Trade Depot führt. Ja, schön, schön. Oh, und das eine Zimmer mache ich auch nochmal ganz kurz. B, C, was auch immer. So. Keine Blöcke. Immer noch 99. Ja, das dürfen ruhig 99 bleiben. Jetzt, wo wir die Idee haben mit dem Stockpile hier unten, das mache ich einfach mal fix. Neben den Töpfen, das sind ganz schön viele Töpfe. Haben wir noch hier unten irgendwo? Hier haben wir jede Menge Platz. Hier haben wir noch viel mehr Platz. Also, es soll werden ein Stockpile für, sagen wir mal, Custom Stockpile. So. Und es soll nur rein Bars Blocks. Das wird alles verboten. Und es kommen nur die Blöcke rein. Die Steinblöcke. Okay. Jetzt gehen wir hoch und verbieten das Ganze hier. S für Settings, Bar Blocks, Stone Clay, F. Jetzt wird eine ganze Weile rumgehaulert werden müssen. Aber dafür sieht es denn hier oben ein wenig ordentlicher aus. So, und anscheinend sind die meisten Kingelitzchen jetzt auch schon in den Kisten einsortiert. Denn wir haben ein freies Plätzchen da unten. So muss das sein. Goblins rühren sich. Oh, doch, die rühren sich. Die kommen ganz langsam näher. Oh, ist wieder ein Schritt zurückgegangen. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Aber ist mir auch recht. So, was war jetzt mit dem Zwerg? Der ist da immer noch drauf. Oder die ist da immer noch drauf. Ist immer noch ohnmächtig. Oh, die liegt im Koma. Könnte das sein? Nicht schön. Gar nicht schön. So. Die Straße wurde aufgerissen. Goldbarren liegen auf dem Boden. Das heißt, wir können jetzt B, Shift, D. Da unser Trade Depot hinsetzen. Richtig? Richtig. Das ist genau die Mitte. So, und zwar nicht aus Goldbarren. Nee, nee, nee. Wir wollen die aus. Ja, da waren die. Platinbarren. 1, 2, 3. Sehr schön. Was machen wir mit dem restlichen Platin? Könnten wir noch Statuen draus machen? Das ist übrigens auch eine sehr gute Taktik, um die Karawanen zu lenken, dass sie immer nur von einer Seite kommen.
einfach hier alle zwei Felder eine Statue hinbauen. Oder er sagt, eine Statue hier, zwei Felder frei, eine Statue da. Dann kommt da kein Wagen durch. Und die können nur von da reinkommen. Also weiß man immer, wo die Wagen herkommen. Das ist dann einfacher, um die später zu verteidigen. Auch wenn bei uns komischerweise gar keine Wagen mehr kommen, obwohl eigentlich der Weg frei sein müsste. Shift D. Oh. So viel zu, der Weg müsste frei sein. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Also normalerweise kommen die irgendwo vom Kartenrand. Da fängt die grüne Linie an. Und dann sucht er sich einen Zugang zu unserer Festung. Aber anscheinend können wir momentan nirgendwo zu unserer Festung. Das könnte aber auch an der Belagerung... Was zur Hölle die Belagerung... Ah. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle die Belagerung ist weg, aber... Wunschdenken. Na gut. Die Blöcke werden alle runtertransportiert. Wir haben nur noch 8 Arbeitslose, das ist sehr gut. Es werden wahrscheinlich die Zwerge sein, denen ich verboten habe, die niederen Dienste zu verrichten, damit sie immer am Arbeiten sind. Nur haben wir hier nichts zu tun gegeben. Die Goldstraße könnten wir neu setzen. Wo war das Floodgate hier unten? Das war hier. Die drei Felder. Das heißt, wir machen jetzt ein... können wir eine ein Feld lange Straße machen? Gucke ich mal ganz kurz. Da... Building Present? Warum das denn? Ich dachte, die wären nicht hier, die Floodgates. K? Da sind die Floodgates. Hier ist eine Granitstraße. Oh. Okay, entfernen. Dann bauen wir halt oben unsere Straße. Solange das da unten abgerissen wird. Also, Paved Road. KK. K. Falls irgendjemand die Anspielung kennt. Der Film ist echt cool. So, Goldbarren. Was haben wir jetzt noch zu tun? Ich guck mal ganz auf den Jobmanager. Die ganzen Rüstungen scheinen fertig zu sein. Dann nehmen wir doch mal unseren Militärtrupp, stellen ihn auf aktiv und schicken ihn erstmal hierhin. Move, dahin bitte. Und dann machen wir eine kleine Inspektion. Ob auch jeder seinen Brustpanzer richtig angeschnallt hat, seine Hosen angezogen, einen Helm aufgesetzt. Das war ja letztes Mal der Knackpunkt. Und wenn ja, dann schicken wir sie für ein paar Minütchen in den Danger Room. Liegt da unten noch eine Flasche? Ein Backpack und ein Waterskin. Ein trauriges Stillleben. So. Da kommen schön viele Milizionäre. So. Gehen wir mal reihum. Inventar. Du hast ein Voltcappy auf statt einem Stahlhelm. Das ist nicht gut. Nö. Er hat, soweit er sehen kann, kein Metallhelm auf, obwohl wir genug haben. Jo, der kriegt gleich meines auf den Deckel. Wie schaut es bei den anderen aus? Er hat ein Seidencappy, was auch nicht viel besser ist. Dafür hat er wenigstens einen Hood auf. Ein Brustpanzer, Handschuhe, ich sehe keine Metallplattenhose. Nee, Jungs, so wird das nichts. Dann müssen wir wohl was ändern bei den Truppeinstellungen allgemein. Und zwar... Also die haben ja alle den Befehl, diesen Hammer, das Hammer-Outfit anzuziehen. Jetzt drücke ich mal M für exakt Matches und gucke, wie sie sich verhalten. Erstmal hebe ich den Befehl wieder auf mit O. Dann Shift A und O, damit sie wieder nach Hause laufen können. Und sobald sie ihre Sachen abgelegt haben, sage ich ihnen den Befehl wieder, ihr sollt jetzt wieder nach unten laufen. Das würde mich persönlich ziemlich nerven, wenn mein Kommandant das immer wieder machen würde. Aber so können wir wenigstens überprüfen, ob die Einstellung wirklich ausreicht, damit sie auch die Metallsache endlich anziehen, die wir geschmiedet haben. Weil da kümmere ich mich schon mal um die Zwerge und dann kümmern die sich nicht um sich selbst. Das ist doch schade. So, die laufen alle schön wieder in den Trainingsraum, deponieren ihre Sachen.
Die müssten jetzt keine Metallsachen mehr am Körper haben. Er hat einen Silberhammer in der Hand. Und die Stahlbrustplatte immer noch an. Na, es kann sein, dass wir gerade eine Trainingsphase haben. Wenn nicht, wäre es ein wenig irritierend, dass er in seinem Privatleben das ganze Zeug noch trägt. Das macht normalerweise nur der Kommandant. Aber na gut. Wir dürften ihm jetzt genug Zeit gegeben haben. Da ist wieder runter. Wieder hoch. S, Shift, A. Move. Dahin. So. Jetzt werden aus den ganzen Zivilisten wieder Milizenlehre. Und die laufen schon dahin. Warum trägst du eine Rüstung mit dir rum? Was hast du in deiner rechten Hand? Leere rechte Hand, hast du ein Schild? So, bist du vielleicht ein Linkshänder? Ja, bist ein Linkshänder, das ist okay. Aber ich hätte schwören können, irgendwas blinkt auf dir. Na gut. Aber wie schaut es mit der Ausrüstung aus? Du hast ein Lama-Wollkäppi auf. Das sollst du nicht tragen. Wir wollen mich doch in Wahnsinn treiben. Und ein Seidentanga, super. Nein, das ist nicht mal ein Tanga, das ist ein Leuenkloss. Also was etwas breiteres. Eine Stahlbrustplatte und zwei Kettenhemden. Also hat er irgendjemandem ein Kettenhemd geklaut. Stahlschild. Handschuhe, Hammer. Warum nehmen die keine Beinplatten und keine Helme? Das verstehe ich einfach nicht. Wollkäppi, Stahlplatte, Schild, Handschuhe, Hammer. Nie die Plattenhosen, nie die Plattenhelme. Also ich weiß, ich habe mir das Set schon mal angeguckt, das Hammer-Set. Das mache ich jetzt einfach nochmal, ist mir jetzt gleich. Hammer, ihr sollt holen. Die Cloaks und so weiter passen schon. Hier, Metallhelm. Steht definitiv Metallhelm. Und Metallhosen. Aha. Es könnte sein, dass sie das Layering verändert haben. In der Zwischenzeit. Also, dass man wirklich nur noch eine Hose tragen kann oder maximal zwei. Und deswegen nie die Metallhosen angezogen werden. Aber sie tragen auch keine Schuhe. Das ist echt kurios, das Ganze. Und hier steht wieder Partial Matches. Ich hatte doch eigentlich auf M gedrückt für Exakt Matches. Ich springe mal ganz kurz hin und her. Exakt Matches. Okay. Also nochmal das Ganze. Ihr habt wieder frei. Geht mal schön nach Hause. Wartet 2 Minuten. Kriegt ihr noch einen Befehl. Mann, Mann, Mann. Aber ja, das ist Dwarf Fortress. Das ist Micromanagement pur. So gehört sich das. So wollen wir es gar nicht anders. Aber es wäre schön, wenn die Goblins sich mal bewegen würden. Oh. Da ist gerade einer in die ganz falsche Richtung gelaufen. Nämlich da rum. Den Weg sollt ihr gar nicht erst kennenlernen. Auch wenn ihr wahrscheinlich niemandem davon berichten könnt. Aber den solltet ihr trotzdem nicht kennenlernen. Ah, und die Falltür da hinten beleidigt mich durch ihre pure Nicht-Existenz. Also der Befehl ist da, dass es draufgelegt werden soll. Aber wir kamen nicht rechtzeitig ran. So, unsere Goldstraße hier ist fast fertig. Die da drunter, die ein Feld lange, die können wir auch mal kurz machen. Paved Road. K. Gold. So. Was haben wir noch an Kleinkram zu erledigen? Könnten weiter hier den Boden ausbauen. Wir wollten noch Fallen aufstellen. Hier in dem schmalen Gang. Das können wir doch mal machen. Wir hätten gerne eine Waffenfalle. Und zwar hinter der Tür. Ruhig aus Chert. Und was soll da rein? Mach ich mal X. Ein Bronze-Warhammer, weil wir ja unsere Silber-Warhammer haben. Nee. Nur für den Fall, dass wir nicht genug Silber-Warhammer haben, wäre es gut, immer was Ersatz zu haben. Die Äxte. Wir wollen eigentlich keinen Axttrupp mehr.
Was wäre doof, wenn ich mich jetzt später umentscheide und wir dann keine Äxte mehr haben? Ja. Silver Flay, Silver Mace könnte ich einschmelzen. Das auch alles. Iron Mace, das kann rein. Auch wenn wir das Eisen eigentlich einschmelzen könnten und daraus Rüstung herstellen, aber nee. Ein gestachelter Eisenball. Das ist eine richtige Waffenfallenkomponente. Die kommt auf jeden Fall rein. Eine Bronze Mace kommt auch rein. Ein enormer Bismut Bronze irgendwas. Ein Corkscrew. Das ist ein, wo man Weinflaschen aufmacht. Wie heißt das Ding? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Genau das ist das. Nur in riesengroß und als Waffenfalle konzipiert. Sieht bestimmt sehr kurios aus. Kommt auf jeden Fall rein. So, noch so ein riesiger gestachelter Eisenball. Und eine Stahlmace. Und ein Bronzespeer. Und dann müssen wir schon gleich voll sein. Coppermace. Copper Dagger passt schon nicht mehr. Sehr schön. D, dann Selecting. Und noch eine Waffenfalle da oben hin. Chert. Fangen wir diesmal von oben an. Nur für den Fall, dass da irgendwas schief läuft. Jede Menge Crossbows, die wollen wir nicht. Wir wollen auch keine Holztrainingswaffen. Wir wollen was anderes. Large Copper Dagger, den wollen wir. Copper Flail wollen wir auch. Ah, doch, da, jede Menge Kupfersachen. Kupfer Spear. Copper Great Axe, Copper Halberd. Ein Kupfer, Zweihandschwert, Skimitar, Dagger. Ja, sehr schön. Und eine riesige Bronzescheibe. Die passt aber leider nicht mehr rein. Na gut, aber inzwischen haben wir echt jede Menge Waffen über. Das ist schön. Können wir ein paar mehr Waffenfallen aufstellen? Wir werfen noch kurz einen letzten Blick auf die Goblins und dann mache ich erstmal wieder eine kleine Pause. Boah, die sind immer noch da, wo sie auch vor drei Folgen schon waren. Also sehen wir uns gleich wieder.